Sünde ist ein Begriff insbesondere im Judentum, Christentum und Islam. Er bezeichnet vor allem im christlichen Verständnis den unvollkommenen Zustand des von Gott getrennten Menschen und seine falsche Lebensweise. Diese Trennung kam, der biblischen Erzählung, Genesis 3, zufolge, durch den Sündenfall zustande. Die Sünde besteht nach christlichem Verständnis in einer willentlichen Abkehr von Gottes gutem Willen, im Misstrauen Gott gegenüber, im Zulassen des Bösen oder im sich verführen lassen. Bei Paulus erscheint die Sünde als eine unheimliche Macht, die das Leben sowie das Zusammenleben bestimmt und die Menschen zu Sklaven ihrer Leidenschaften macht, denen sie entsprechend ausgeliefert sind, Römer 6. Der Begriff Sünde bezeichnet des Weiteren die einzelne verwerfliche und daher sündige Tat, Verfehlung, die mit dem bösen Gedanken beginnt, Matthäus 15. Gedanken- und Tatsünden folgen aus der durch Unglauben verursachten Trennung, der Grundsünde. Böse Worte, verletzende oder unwahre Äußerungen also, sind nach biblischem Verständnis zu den Tatsünden zu zählen. Sünde kann auch als das Gegenteil von moralischer Verantwortung aufgefasst werden oder die Ursache für psychologisches Fehlverhalten sein. Letztlich führt das in der Sünde bleiben dem christlichen Glauben zufolge zur Verurteilung im sogenannten jüngsten Gericht Gottes, zu zweierlei Schicksal für Glaubende und Ungläubige. Ein Tatbestand gilt als verwerflich bzw. schlecht, weil Gott ihn als Sünde kennzeichnet, ZB durch die 10 Gebote. Durch Sünden kommen andere Mitmenschen und der Sünder selbst immer direkt oder indirekt zu Schaden. Somit ist der Sünder nicht nur durch die Übertretung selbst, sondern auch immer durch ihre Folgen mit einer Schuld behaftet. Im Judentum wurde in Jerusalem bis zum Ende des zweiten Tempels durch die Darbringung von Opfern die Schuld gesühnt, zugedeckt. Im Islam hingegen hat das Tieropfer seine Sühnebedeutung verloren, siehe unten, vergleiche das islamische Opferfest. Eng verbunden mit der Sünde sind das Bekennen und Bereuen derselben sowie die Buße als Abkehr von Fehlhaltungen und Fehlverhalten. Durch diese Reue und aufgrund der Heilstat Jesu Christi erfahren die Menschen Vergebung. Ausstellungsplakat in Salzburg. In anderen Religionen wird die Vergebung durch das Gnädigstimmen der Gottheit, erreicht, Verdienst, Selbsterlösung. Im Hinduismus und anderen vedischen Religionen werden unter Sünde Handlungen verstanden, die Karma verursachen. Umgangssprachlich wird unter Sünde oft eine als falsch angesehene Handlung verstanden, ohne dass damit eine theologische Aussage impliziert wäre. In trivialisierter Form begegnet der Begriff im Verstoß gegen die Ed-Vorschriften, gegen die Linie Sündigen, oder gegen Verkehrsregeln, Parksünder. Sünde ist der von Menschen verursachte Grund für die geistliche Trennung von Gott, welche von Gott nicht gewollt ist, Jesaja 59. Diese Trennung von Gott wird auch als Wandeln in der Finsternis bezeichnet, Apostelgeschichte 26. Sünde bewirkt den Tod. Damit ist nicht nur die jetzige Trennung gemeint, sondern die ewige Trennung von Gott, Römerbrief 6,23. Umgekehrt bedeutet die Vergebung der Sünde ewiges Leben. Sünde stört aber nicht nur die Beziehung mit Gott, sondern auch zu unseren Mitmenschen, Lukas 15,21. Hauptsächlich wendet sich Sünde jedoch gegen Gott, Psalm 51. Die Bibel setzt Sünde auch mit Gesetzlosigkeit, 1. Johannes 3, bzw. mit Ungerechtigkeit gleich, 1. Johannes 5. Daraus ergibt sich der Zusammenhang von Sünde und Gesetzesübertretung. Durch Gottes Gesetz wird die Sünde erkannt, Römer 3. Da jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben gegen Gottes Gesetz verstößt, ist jeder Mensch von sich aus ein Sünder, Römer 3,23. Die Zurechnung von Übertretungen setzt die Kenntnis, Römer 5,13, Römer 1,20, Römer 2,12, und Gültigkeit, Römer 6,14, des Gesetzes voraus. Nicht aus eigener Kraft wird der Mensch gerettet, sondern durch Gottes Gnade, Epheser 2,8.